Chiasamen sind ja letztendlich so feine Samen, dass wir einen ganz feinen Acker brauchen, dass die vernünftigen Kontakt eben zum Boden haben und dann eben auch schön keimen und vernünftig wachsen können. Wenn wir jetzt nicht akkurat arbeiten und das nicht hundertprozentig einstellen, dann erstens ärgern wir uns das ganze Jahr, zweitens gibt es eine Faustregel, desto feiner ein Samen, desto flacher soll er liegen. Die heutige Herausforderung wird es sein, unsere Chiasamen mit unserer neuen Drehmaschine in die Erde zu bringen. Das habe ich so vorher noch nicht gemacht und das werden wir heute mal ausprobieren. Das ist eine Unkrautpflanze und wenn wir die jetzt einfach hätten so wachsen lassen und hätten dann jetzt Chia gedrillt, weil wir dann beim Sehen auch den Boden nicht mehr anfassen und nicht mehr bewegen, dann würde das hinterher alles im Chia wachsen und dann würde ich ja ganz schön viel mit der Unkrauthacke losmissen, weil ich im Chia ja letztendlich auch keinen Pflanzenschutz anwende. Gibt's nicht und will ich nicht. Chiasamen sind ja letztendlich ganz winzig klein. Das ist das Saatgut. Mehr ist das nicht. Für den ganzen Acker. Diese beiden Tütchen. Das war der ganze Zauber schon. Und jetzt müssen wir halt ganz genau einstellen, die Maschine. Ja, dann sollte das eigentlich passen. Trommelwirbel. Tada! Ja, das sind jetzt die Chiasamen. Die sind auch leicht inkrustiert. Bedeutet, hier ist einfach ein bisschen Nährstoffe dran und dass sie nicht ganz so klein sind. Und das sind ja jetzt hier schon über 1000 Samen. Ne? Ah, ist das schön. Da kommt es dann eben auch auf wenige Gramm an. Der entscheidende Rotor. So eine Friemel arbeiten, die kann ich ja immer haben. Ne? Das ist nichts für mich. Oh. Sitz wackelt und hat Luft. Die Schare stehen jetzt noch ziemlich tief und damit die jetzt nicht so tief in die Erde reingehen, stelle ich die jetzt noch flacher ein und das ist das Einzige, was mir an dieser Maschine nicht so toll gefällt. Du kannst halt, das ist das Schöne, du kannst jede Schare einzeln einstellen, aber du kommst da ganz beschissen dran. Passt. So, jetzt müssen wir hier noch wieder rauskommen und dann war es das auch schon. Scheiße. Jetzt halt tricky. Die Samen sind so fein. Jetzt müssen wir mal gucken, es darf nicht zu viel Luft sein, nicht dass sie dann irgendwo zum Fall auch rausgepustet werden. Und wir müssen halt schön akkurat in dieser Reihe stehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt schauen wir mal. Reichlich tief, wa? Das gefällt mir so noch gar nicht. Sie kommen raus, das ist ja schön, aber so soll das noch nicht sein. Bei Weizen oder irgendwo beim Mais ist das ja alles nicht ganz so schwierig. Die Körner sind viel größer. Und ob das Korn jetzt 2 oder 3 cm tief in die Erde kommt oder 2,5, das ist am Ende nicht so entscheidend. Aber bei so einem feinen Korn wie Chia,
da ist das am Ende ausschlaggebend mit. Und das muss jetzt alles hundertprozentig passen. Ne? Die soll eigentlich gleichmäßig tief liegen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt so hinkriegen. Schaut klasse aus. Bin zufrieden. Die Einstellung, das haut jetzt hundertprozentig hin, wie wir das gemacht haben. Ist jetzt knapp einen Zentimeter tief. Und dafür, dass es ja anfangs uns ganz schön geärgert hat, bin ich doch ziemlich optimistisch, dass das sehr gut wird. Ich glaube, ich konnte euch zeigen, wie viel Arbeit hinter den Chiasamen steckt, bis sie dann letztendlich in der Erde kommen bzw. bei euch im Müsli landen. Was habt ihr für Erfahrungen mit Chiasamen oder für Berührung? Kommen sie bei euch auch auf dem Acker, im Garten oder nur ins Frühstück? Schreibt es mir mal in die Kommentare.